Hallo Leute, es ist Monatsende und ich möchte noch mal ganz kurz auf bestimmte Bonifikationen und Voraussetzungen, wie ihr optimal die beste Provision abfassen könnt, eingehen. Darum werde ich jetzt hier und heute noch mal ganz kurz ein paar Folien einblenden, weil einfach visuell und meine Sprache dazu das für dich am besten verständlich macht. Verdoppeln Sie ganz einfach Ihr Jahreseinkommen oder verdienen Sie 1 Million Euro in 3 Jahren. Menschen, die mit Begeisterung unserer Idee folgen, verdienen mittlerweile zwischen 10 und über 100.000 Euro. Wenn auch Sie Ihr monatliches Einkommen erhöhen wollen, dann habe ich hier die richtigen Infos dazu. Wir haben erstmal die außergewöhnlichen Produkte. Damit beginnt ja alles. Und was kann man denn überhaupt mit diesen Produkten machen? Ihr habt euch damit schon auseinandergesetzt. Ihr könnt als Investor oder als Netzwerker hier extremst viel Geld verdienen. Als Investor hast du hier die Möglichkeit, zwischen diesen tollen Produkten zu wählen und ja, einfach deine monatlich produzierten Coins dann frei zur freien Verfügung einsetzen zu können. Wir haben einmal die Einkommensmöglichkeit passiv oder aktiv. Passiv kaufst du einfach nur ein Minting Unit, hier unser bestes Beispiel, das Platin Minter, und du hast folgende Option: Du bekommst für 36 Monate Monat für Monat unabhängig vom Kurs 83,7 Coins inklusiv der ja, absoluten neuen Technologie im Bereich Minting, nämlich unsere PLC Secure Box, die dir für die Aufbewahrung nochmal eine Vergütung, also für die Aufbewahrung deiner Coins, 10% per anno beschert. Dann hast du die Möglichkeit, aktiv im Network zu agieren. Und auf das Thema wollen wir jetzt eingehen. Welche Voraussetzungen sind nötig, damit du deine optimale Provision und Bonifikation für dich hier in die Tasche bekommen kannst? Wir bewegen uns hier im Empfehlungsmarketing, und was eine Person geschafft hat, kann immer auch jede andere Person schaffen, wenn sie es dann will. Das ist mittlerweile ein riesiger Markt geworden, 180 Milliarden Jahresumsatz. Und auch Empfehlungsmarketing ist nicht das Beste der Welt, aber es ist ein wenig besser wie alles andere, was ich da draußen kenne. Mittlerweile sind da draußen über 103.277.493 Menschen in dieser Industrie, und plus 4 Millionen Partner allein werden jährlich an Millionären in diesem Geschäftszweig erwartet. Das ist natürlich extremst. Warum? Weil es hier natürlich einen ganz anderen Hebel bei den Provisionen gibt. Und ein bekannter Mann hat mal gesagt: Ich möchte nicht 100% an meiner eigenen Arbeit verdienen, sondern habe lieber 1% von vielen Menschen. Und genau das bietet hier dieses Empfehlungsmarketing. Die außergewöhnliche Chance beginnt mit diesem Produkt. Das Erste, was du machen musst: dich natürlich kostenfrei registrieren. Du wählst dein Meeting Unit, was zu dir passt, und bist dann am Partnerprogramm beteiligt. Den Aktivstatus bestätigen, das ist sehr einfach. Das System schaut 90 Tage zurück, ob du Minimum persönlich ein 107-Euro-Paket gekauft hast. Wir sind im Empfehlungsmarketing unterwegs, von daher ist es ja selbstverständlich, dass unser Bestreben Empfehlungen sind. Und wenn du persönlich in deiner ersten Linie Minimum 3 Leute oder 6 Leute gesponsert hast und dort ein Investment getätigt wird, dass 3 Leute dabei sind, die zum Beispiel, wie hier zu sehen auf dieser Folie, Pakete von 5.350 Euro gekauft werden, dann hast du einen Erstlinienumsatz von mehr als 5.000 Euro. Und hier ist es nochmal gut beschrieben, was daraus resultiert, nämlich der Eigenumsatz
in der ersten Linie von 5.350 Euro Start des Meeting Units, 1.548 PLC plus die Promo, das heißt, du bekommst eine PLC Secure Box noch persönlich dazu und deine Partner, die dieses Paket kaufen, natürlich auch. Das sind praktisch nur allein durch die PLC Box, die demnächst 6.000 Euro kosten wird, sind das schon mal 6.000 Euro gratis dazu. Unser Marketingplan ist einfach und transparent. Du bekommst auf den Direktverkauf in deiner ersten Linie immer 10%. Wir haben einen unlimitierten Teamaufbau. Das bedeutet, du kannst nebeneinander in deiner First Line unlimitiert Partner aufbauen. Bist du ein Talent im Kontakte machen, ja, dass es dir sehr einfach fällt, Leute an der Kasse im Supermarkt anzusprechen und du jeden Tag einen Partner sponsern würdest oder auch 10 am Tag, weil du einfach so ein Talent hast, ist das überhaupt kein Problem. Bist du ein Online-Talent und sponsorst über Online-Techniken viele Partner, dann kannst du die unlimitiert nebeneinander aufbauen. Sind da viele Netzwerker dabei, dann ist das wie ein Sechser im Lotto, weil genau darum geht es hier im Empfehlungsmarketing. Jeder Einkauf im Team wird vergütet bis runter zur 11. Ebene. Wir haben einen Kompressionsplan, der es erlaubt, dass wenn Partner in den 11 Ebenen inaktiv sind, dass die unteren Ebenen nachgeschoben werden, sodass du immer in den 11 Ebenen zu 100% die jeweilige Provision bekommen kannst. Dir geht also nichts mehr verloren. Du hast immer, auch am Anfang, wenn sich das Ganze erst aufbaut, die optimale Provision durch diese Kompression. Der Boosterbonus, wie wir ihn hier sehen, ist so aufgebaut, dass du ja deine 10% Firstline-Bonus hast und sollte im Monat der Firstline-Umsatz nochmal 5.000 Euro übersteigen, ja, also deine, mal angenommen wie hier, deine drei neuen Partner haben mehr als 5.000 Euro Erstlinienumsatz gebracht, dann gibt es nochmal 10% Boosterbonus obendrauf. Das wird dann am Anfang des nächsten Monats in deinem Cash-Account landen. Und hier ist das nochmal gut beschrieben, wird aktiviert, wenn der Partner innerhalb jedes Kalendermonats einen Firstline-Umsatz ab 5.000 Euro generiert, Auszahlung in der ersten Woche des Folgemonats, wenn die Bedingungen erfüllt sind, Käufe aus dem T-Cash werden nicht berücksichtigt, das ist auch ganz wichtig. Wir haben den neuen Invite-Bonus, was bedeutet das? Hier wird gemessen, wenn du drei Partner im Monat neu sponsorst, die auch Pakete gekauft haben, wie hier zum Beispiel dreimal drei neue Partner, die Minimum ein 1.000er Paket gekauft haben, dann hast du nochmal neben deinen Provisionen, neben deinen Bonifikationen nur aus diesem Invite-Bonus 150 Euro obendrauf direkt in den Cash-Account rein. Hast du sechs neue Partner, die zum Beispiel sechsmal 5.000 Euro-Pakete gekauft haben, was ja einige Tatsache machen, auch schaffen, dann hast du 1.520 Euro neben den Provisionen, neben den Bonifikationen, die es da noch gibt, obendrauf. Ja, das ist also zusätzlich, das ist eine richtig große Menge Geld und wenn wir einfach mal davon ausgehen, was ein normaler Arbeitnehmer da draußen verdient und das gibt es hier obendrauf, dann ist das natürlich eine Riesenmöglichkeit und eine super, super Chance. Die vier PLC Whirlpools sind ein besonderer Leckerbissen, finde ich. Das ist nochmal so eine richtig gute Anerkennung vom Unternehmen obendrauf. Und hier wurde das Ganze so angelegt, dass so viele Menschen wie möglich schon an den unteren Töpfen partizipieren können. Das bedeutet, dass du selber Minimum ein Basic Minter gekauft haben musst, nicht aus T-Cash, sondern Cash, dass dein Firstline-Umsatz 250 Euro Minimum beträgt
und dein Teamumsatz mit deinem kompletten Team 10.000 Euro beträgt. Demnächst werden diese Anzeigen hier auch im Dashboard zu sehen sein, so dass du immer die Übersicht hast, was fehlt noch, an welcher Stellschraube musst du drehen. Und so baut sich das bei jedem einzelnen Pool auf. Beim Silverpool musst du selber ein Pro, also ein 2.500 Euro Paket, selber gekauft haben, musst einen Firstline-Umsatzminimum von 1.000 Euro haben und mit deinem kompletten Team Minimum 50.000 Euro Gesamtumsatz. Und auch hier wird es natürlich immer angezeigt. Du hast eine super Übersicht, wir sehen das hier schon, wie das gerade läuft. Und je nachdem, wie stark der Pool bestückt ist, Dann bei dem Bronzepool sehen wir das hier gerade ganz gut. Da sind zum Beispiel 100 und 2.000 Euro drin, die sich 345 Menschen teilen. Beim Silverpool sind 250.000 Euro drin, die sich 98 Menschen teilen. Beim Goldpool wird es schon interessant, denn da sind 1.263.963 Euro drin, die sich nur 5 Menschen teilen. Und ja, das bedeutet, da sind schon mal für jeden, wenn er die Qualifikation erreicht, 250.000 Euro einfach Cash obendrauf drin. Ist der Pool geknackt, wird er geleert und befüllt sich dann neu. Wir haben beim Platin Pool natürlich die größte Herausforderung, aber auch das wird sich bald, je größer die Teams werden, natürlich realisieren lassen. Hier musst du selber ein Platin-Minter gekauft haben aus dem Cash-Account, nicht aus dem T-Cash. Musst eine Mindest-Firstline-Umsatz von nur 10.000 Euro haben, aber einen Teamumsatz von 1.000.000 Euro. Und je höher die Ränge werden, desto breiter und größer wird ja auch dein Team, desto näher rückt die Chance und die Möglichkeit, dass du die 1.000.000 Teamumsatz knackst. Wenn hier zum Beispiel 13.000.000 drin sind und du packst es mit 2 oder 3 Leuten, dann ist das natürlich schon eine Hausnummer, was du hier nochmal an Bonifikation nur aus diesem Pool in Cash in Bar kriegen kannst. Und darum geht es, liebe Leute, um das Geld dann sofort auf dem Konto zu haben. Ja, ist es natürlich in der realen Welt, wenn du arbeiten gehst, fast unmöglich, das Cash auf dem Konto zu haben. Weil wenn du es verdienst, bestreitest du davon alles. Je mehr du verdienst, desto qualitativer wird dein Leben. Das heißt, du gibst auch mehr Geld aus, weil du mehr zur Verfügung hast. Und wenn du aber mit einmal so ein Megaberg Geld auf dein Konto kriegst, dass bei deiner Bank erstmal alle fragen, was ist denn jetzt los, was ist denn da passiert, dann hast du natürlich ein ganz anderes Standing und dann merkst du erstmal, dass du in der Realität des Empfehlungsmarketing wirklich angekommen bist. Okay, so viel zu den PLC Whirlpools, die hier wirklich nochmal eine richtige, gute Chance geben. Wir haben den Rangbonus. Der Rangbonus wird bei allen erreichten Rängen dann nach dem Update jetzt ja immer sofort eingebucht. Davor war das immer, ja, wenn genügend zusammen waren, hat die Firma das dann irgendwann eingebucht. Jetzt geht das schon automatisch und hier sind nochmal die Ränge einfach aufgelistet und die Möglichkeiten, die damit zusammenhängen. Bis zum 18. Mai bekommst du ab dem Rang Diamond nicht nur die Euros, die hinten dran stehen auf der rechten Seite, sondern du bekommst das, was es in Euro gibt ab dem Rang Diamond, auch in PLC. Und das ist die Chance, worum es geht. Wir haben im Schnitt bei CoinMarketCap im Schnitt, der Schnitt aller Börsen, wo PLC aktuell gehandelt wird, 20 Dollar. Und wenn du hier 2000 mal 20, ja, das ist schon eine Größe, die man hier
erreichen kann. Und der Diamond, wenn es clever gemacht wird, wenn du täglich 2 Stunden in dein Business investierst, habe ich hier schon Leute gesehen, die in 3-4 Wochen den Rang Diamond gemacht haben. Dazu gehört natürlich absoluter Fokus und einfach mal sich jeden Tag die 2 Stunden nehmen, Leute anrufen, Leute kontaktieren, das clever über Social Marketing aufbauen, gibt es viele Möglichkeiten, oder du hast Zugriff auf Leute, die gerne investieren, egal wie. Es gibt viele Möglichkeiten und wir bieten auch weiterhin Möglichkeiten an. Jeder Leader, der irgendwo so ein bisschen einen guten Rang erreicht hat, gibt Tipps und verrät so ein paar Tricks, wie man das erreichen kann. Hier nochmal Cash und T-Cash. Der T-Cash wird nur noch befüllt, wenn du persönlich einen Rangbonus erreichst. Das Geld wird dann 70-30 im T-Cash und Cash aufgeteilt. Alles andere, was mit dem Direktbonus, Boosterbonus, den Invite-Bonus, Teambonus zu tun hat, auch die Whirlpools, laufen direkt ins Cash rein. Geiler geht's nicht. Das Geld kommt sofort zu uns in die Tasche und darum geht's. Jeder sollte sich mal selber die Frage stellen, wie viel verdienen Sie heute? Wenn du noch Geld für Zeit eintauscht und bist Arbeitnehmer, dann ist das eine relativ relaxte Geschichte, weil du weißt, ach, ich gehe auf Arbeit und ich erledige meine Arbeit irgendwie. 8 Stunden sind Minimum am Tag weg. Was hast du dann am Monatsende raus? Wie viel bleibt davon über? Welche Möglichkeit hättest du hier, wenn du dich wirklich mal pro Tag 1 oder 2 Stunden auf dein Business-Empfehlungsmarketing konzentrierst? Du kannst es parallel gut aufbauen und erzielst sehr schnell Provisionen, die du auf deinem normalen Arbeitsplatz so wahrscheinlich nie bekommen wirst. Wir sehen hier eine kleine Übersicht, was so ein Diamond, also ab dem Rang Diamond aufwärts, so bisher verdient haben und auch was sie an Coins bekommen haben. Da haben wir hier schon alleine nur beim Rang Diamond, der wirklich machbar ist, zwischen 9.000 und 30.000 Euro, je nachdem wie fleißig du oder dein Team war, hast du bis dahin verdient. Du hast aber auch zwischen 3.000 und 35.000 Coins in deinem Portfolio, ja, je nachdem wie stark dein Team ist und du selber natürlich. Und so baut sich das halt in jedem Rang auf und wir sehen bis hinten zum Black Diamond oder ab dem Rang Red, da sind wir schon in einem Bereich, wo wir darüber reden, was machst du mit dem ganzen Geld? Da musst du dir schon wieder Gedanken machen, da hast du ganz andere Probleme, nämlich nicht, wo kriege ich Geld her, sondern was mache ich damit und wie kann ich das clever anlegen, damit ich es nicht verbrenne, damit ich für die Zukunft was habe, wie behandle ich das Ganze auch steuerlich. Ja, hier sind dann auch, denke ich, die Top-Leader, die zur Verfügung stehen, um auch da bestimmte Infos zu geben. Der Erfolg von Platincoin beruht auf der wachsenden Community, eine Community, die wirklich auch das Vertrauen gibt. Hier geht es nicht darum, dass einzelne Partner mal in diesem aufbauenden und ständig wachsenden System ein Problem haben, weil irgendeine Anzeige nicht richtig funktioniert oder eine Überweisung nicht richtig klappt, die dann, indem man sich dann mit dem Support in Gang setzt, auch abgearbeitet wird. Hier geht es wirklich aktuell darum, bis Mai, bis das System zu 100% rund läuft, sich auf den Verkauf zu konzentrieren. Neue Partner, neue Produkte verkaufen und wenn das passiert, dann wächst die Community. So wie wir das hier sehen können, viele Partner interessiert nicht, was ringsherum passiert. Die schauen nur, wen kann ich heute ansprechen, wie kann ich das nächste Meeting Unit verkaufen und somit wächst meine Provision. Somit wächst auch die Community, das ist für alle gut und so wird es auch in den nächsten Jahren weitergehen. Die Frage, die ich vielen Menschen gerne stelle, hast du wirklich, wirklich den Mut, erfolgreich zu sein?
You gotta have the courage. Do you have the courage to act outwardly on what you see inwardly? Or will you die a dreamer? Will you die on the verge and on the edge and in the land of coulda, woulda, and shoulda? Do you have the courage? I'm gonna drop something on you. It takes courage to be successful. It is far easier not to be successful. Misery will always have company. Success breeds contempt. If you don't want to make waves, be mediocre. Be normal and fit in. And if you're more concerned about people than you are God, then neutralize everything he put in you. Just fit in with everybody else. Dress like them, walk like them, act like them, eat like them, go where they go, think like they think, do what they do. And once you've neutralized your uniqueness, you don't need courage. It takes courage to be different. It takes courage to go where you've never gone before. For some of you, it took courage to come to this conference. It takes courage to get you outside of the box. It takes courage to be successful. It takes courage to win. People don't talk about people that don't win. If you win, they're gonna talk about you. Do you have the courage to stand there though the storms keep raging and the people get to talking and you stand there and say, I've come too far to turn around? Do you have the courage? I'm gonna say something to you. It takes courage to be exceptional. It takes courage to be wise. It takes courage to be rich. It takes courage to be educated. It takes courage to be knowledgeable. Because the moment you do, but you don't talk like you, oh, you forgot where you came from. Look at you, talking. It takes courage. And I'm just wondering, in this weak, watered down, mediocre society that we live in today, in this reality TV world we live in today, I'm wondering if there's anybody left that's got the courage to say, after all I've been through, and all my ancestors have been through, and all my parents have been through, I didn't come through all of that just to fit in with normalcy. I have the courage to go after my dream. Is there a woman left in this entire Coliseum that's got some courage? Ja, liebe Freunde, und das ist zum Abschluss auch meine Frage an euch. Habt ihr wirklich den Mut in eurem Leben, was zu verändern? Dann habt ihr hier alle Werkzeuge an der Hand. Geht da raus und macht das Richtige. Platincoin wird uns in den nächsten Jahren mit allem versorgen, was wir benötigen und was die Welt auch benötigt, um einfach massentaugliche Zahlungsmittel im Bereich digitale Währung zu haben und anzuwenden.